We have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. You don't know the power of the dark side. Ich grüße dich und ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute machen wir einen kleinen Abstecher über den großen Teich und schauen uns mal das politische Kasper-Theater an, was dort los ist. Und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, da wartet noch ein kleines Bonbon, denn es scheint, Kamala Harris ist kein Deut besser als Annalena Baerbock, aber das wirst du zum Schluss dieses Videos sehen. Hier im ersten Clip sehen wir eine Situation oder wir erleben eine Situation, wo Trump mit großen Twitch-Streamern zusammenarbeitet, die Millionen Reichweite haben und natürlich seinen Wahlkampf nach vorne zu treiben. Und er bekommt auch so einen Cybertruck geschenkt. Wir wissen ja, dass Elon Musk hier auch seinen Wahlkampf deutlich mitfinanziert und natürlich mit dem ikonischen Bild des Anschlages drauf. Witzig dabei ist die Situation, dass Kamala Harris das Gleiche versucht und auch versucht, mit Streamern zusammenzuarbeiten. Und jetzt passiert etwas völlig Skurriles, nämlich Folgendes. Die Streamer werden angerufen vom Secret Service und es geht dem so auf den Geist, dass er sogar fast seine Kamera zerstört. Schaut dir diesen Clip mal an. President Donald Trump went on Aiden Ross's record-setting livestream. Ross gave Trump a Cybertruck with his iconic fight image to over 500,000 live viewers, which really highlights the contrast between Kamala's livestream on Joe Biden's nearly 1 million subscriber channel, only receiving an abysmal 500 live viewers. So then they reached out to Kai Cenat to try to recreate the magic Trump received on Ross's stream. I got the f***ing Secret Service calling me! I haven't spoken to this girl in so goddamn long, who gonna have the audacity to text me. We need you a part of the campaign. Versetz dich mal kurz in die Situation des Streamers oder sowas. Alleine die Absurdität, du wirst mehrfach vom Secret Service angerufen. Ja, wir brauchen dich. Kamala Harris möchte unbedingt eine Debatte mit dir machen. Und ja, sie klar, sie braucht natürlich die Views, ja. Und der ist so angenervt und abgefuckt, möchte ich jetzt sagen, dass der sogar seine Kamera fast runterschmeißt. Eine unfassbar skurrile Situation, wie ich finde. Und hier kann man wunderbar überleiten zum nächsten Clip. Denn wie gesagt, Kamala Harris versucht alles, um große Influencer zu kaufen. Und bei einigen ist es auch total gelungen, aber der Schuss ging absolut nach hinten los, denn man macht sich in Amerika sehr lustig über ihre Lache. Ja, das ist, man sagt da auch das englische Wort für Gagger und das ist schon auch eine seltsame Lache. Gut, dafür kann sie nichts. Allerdings tauchen jetzt überall im Netz eben solche Memes auf, wo junge Damen anfangen zu tanzen, genau zu dieser Lache. Auch wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel, was für ein Kasper-Theater hier eigentlich los ist. Schaut selbst. Kamala's campaign is desperate to spin how dislikable she is to everybody, but Gen Z specifically. You think you just fell out of a coconut tree? As ABC states, she's embracing the memes, where there's suddenly this TikTok trend of teens dancing to a remix of Kamala's cackles. Coconut, coconut. Coconut, coconut. Which something about this just seems incredibly inorganic, especially when an influencer came forward stating they received an email about being compensated to support Harris on social media. So now these posts start to make sense. Tim Walz, I like that Caucasian man. I like him. How do y'all feel? I like that Caucasian man. She picked Tim Walz to be VP. We're gonna win, y'all. We're gonna win. I hate how I can feel the propaganda of the Kamala campaign working on me. Because part of me is like, yes, queen, per brat summer Kamala Harris. Und wir haben in diesem Clip ja gerade schon diesen Walz angesprochen, der Vizepräsident oder der es dann werden soll. Und hier zeigt sich eine absolute Doppelmoral, denn der war derjenige, der die Impfkampagne massiv vorangetrieben hat und auch Leute, ähnlich wie bei uns, auch durchaus, naja, sagen wir mal, in Separés verfrachten wollte und jetzt eine völlig andere Stellungnahme dazu hat. Hier sehen wir nicht nur die Scheinheiligkeit, sondern auch die absolute Doppelmoral und dafür ist ja Amerika ganz besonders bekannt. Minnesota, we respect our neighbors and their personal choices that they make. Even if we wouldn't make the same choice for ourselves, there's a golden rule. Mind your own damn business.
Ja, der hätte sich mal dran erinnern sollen zu Covid-Zeiten. Denn wie gesagt, da sah das mal komplett anders aus, das Bild. Und wir lesen das hier auch. But it only reminds us, as governor, he set up a snitch hotline where residents can snitch on their neighbors during the lockdowns. Please leave the following information: your name, your callback number, how the stay-at-home order is being violated, and where the stay-at-home order was violated. Nochmal zum Verständnis, der hat eine Spitzel-Hotline eingerichtet. Ja, eine Spitzel-Hotline, wo jeder seine Nachbarn anscheißen durfte und wo Ausgangssperren gemeldet worden durften. Ja, da haben die sich gefreut, die Amerikaner. Und jetzt stellt er sich dorthin, alles vergessen. Wir denken gar nicht weiter drüber nach, wir machen einfach weiter und erzählen den Menschen einfach genau das Gegenteil. Ist das nicht verblüffend? Bei uns ist es ja auch nicht viel anders. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight des Clips. Wir erleben Kamala Harris in einer Art und Weise, die doch sehr stark an unsere Außenministerin erinnert. Schau mal selbst. Given where we are now, so you're now no longer are you necessarily keeping those private files in some file cabinet that's locked in the basement of the house. It's on your laptop, and it's then therefore up here in this cloud that exists above us, right? Mm-hmm. It's no longer in a physical place. Das ist die korrekte Reaktion. Die Frau hat nicht mal eine Ahnung, was eine Cloud ist. Und ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob man seine Daten einem Großkonzern anvertraut oder nicht, das sei jetzt immer mal hingestellt. Aber die gute Frau hat keine Ahnung, was eine Cloud ist. Deine Daten sind nicht mehr auf einem lokalen Laptop, sondern irgendwo in der Wolke. Meine Güte. Ein Wahnsinn, der sich abspielt, und zwar überall. Und das kann unweigerlich natürlich nur zu einem führen, zu einem Untergang. Schreib mir in die Kommentare, ob du das auch so siehst. Und hier nochmal der Hinweis auch, 90% meiner Arbeit kriegst du gar nicht mit, weil die findet nämlich nicht auf YouTube statt. Viele kleine Clips kann ich auf YouTube gar nicht bringen und viele nützliche Informationen, die dich vielleicht unterstützen bei deinem Leben und bei deinem alltäglichen Tun, all das findest du bei Telegram. Schau einfach unter diesem Video, dort findest du einen Linktree, dort findest du den Zugang zu allen meinen Social-Kanälen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Beste Grüße, bis bald.